Hallo und herzlich willkommen bei Thomas kocht. Heute mit einem weiteren Entenrezept. Und zwar machen wir die heute im Ganzen. Es gibt unzählige Arten, Ente zuzubereiten. Ich könnte eigentlich jede Woche ein neues Video machen. Jede hat seine Vor- und Nachteile. Und wir machen die heute geschmort. Damit kriegen wir einmal eine schöne Soße, wunderschön saftige Keulen und im besten Fall schaffen wir auch noch eine knusprige Haut. So, dafür bereiten wir erstmal die Ente vor. Ich habe hier eine Barbarie-Ente, eine männliche, die ist ein bisschen größer. Die hat 2,6 Kilo ungefähr. So, als erstes macht ihr mal hier, wenn da noch viele Federn drin sind, könnt ihr mit dem Finger oder mit einer Pinzette rausziehen. Die großen würde ich auf jeden Fall alle rausziehen. Bei den kleineren gibt es einen kleinen Trick. Wenn ihr hier so einen kleinen Bunsenbrenner habt, könnt ihr die einfach abflammen. Wenn wir das alles soweit entfernt haben, dann schauen wir uns das Innenleben an, gucken, ob da noch Nieren drin sind. Das sind sie meistens. Meine Ente hier ist ohne Innereien gekommen. Also Nieren und Fett können wir hier rausmachen, überschüssiges. Das Fett, das hebe ich mir auf, das gebe ich gleich in den Bräter. Das lassen wir nämlich aus dann. Ja, nicht schüchtern sein, ruhig reingreifen und gucken, was wir da noch alles drin haben. Dann schneide ich hier hinten, hier habe ich relativ viel Haut dran. Das kürze ich mir ein bisschen weg. Muss nicht ganz kurz sein, denn sonst fällt die Füllung raus. Der Bürzel, der ist schon ab. Und leider sind hier die Flügel auch schon ab gewesen. Die würde ich ansonsten im Gelenk durchtrennen. Die nehmen wir für die Soße. Hier sind jetzt keine dran. So, und was ich auch immer gerne mache, muss nicht unbedingt sein, macht nachher das Tranchieren der Ente aber deutlich einfacher. Und zwar hier diesen Wunschknochen. Den schneiden wir raus oder ich schneide ihn raus. Das reicht im Prinzip, wenn man da einmal mit dem Messer etwas reinschneidet. Und dann kann man den rausbrechen. So, den hebe ich mir auch auf für die Soße. Macht nicht viel aus, aber jedes bisschen hilft. Dann waschen wir die gut mit kaltem Wasser ab, machen sie schön trocken und dann geht's weiter. Nach dem Waschen würzen wir sie großzügig mit Salz. Ja, reibt sie ruhig hier richtig ein von allen Seiten. Auch innen würzen. Dann ruhig auch ein bisschen Pfeffer rundherum. Wenn ihr alleine arbeitet, innen würzen ist ein bisschen schwierig mit zwei Händen. Dann einfach ein bisschen Pfeffer vormalen. Dann könnt ihr sie bequem würzen. Dann geht's weiter mit der Füllung. Dafür schneide ich mir Zwiebeln oder Schalotten grob klein. Ich habe jetzt hier Schalotten einfach genommen aus dem Grund, weil ich jede Menge zu Hause hatte. Das reicht mir hier eigentlich schon. Zwei große Schalotten habe ich genommen. Dann nehme ich auch zwei Äpfel. Die einfach waschen, müsst ihr nicht entkernen, gar nichts. Dann packe ich noch eine halbe Orange mit rein. Das gebe ich alles in eine Schüssel. Dann packe ich da rein Thymian. Dann habe ich hier noch Beifuß. Füllung, die würzen wir auch. Einfach ein bisschen Salz. Wieder Pfeffer. Und das ist im Prinzip eine Standardfüllung. Die könnt ihr für Ente nehmen, genauso gut für Gans. Funktioniert immer. Die ist tatsächlich jetzt nur da, um Geschmack zu geben. Also die werden wir nachher nicht wirklich mitessen. So, den packen wir gut hier rein. So, und schon ist die Ente startklar. So, die packe ich erstmal auf die Seite. Für die Soße schneide ich mir auch wieder ein paar Schalotten klein. Nicht zu dünn schneiden, dass sie nachher beim Anbraten nicht verbrennen. Ihr könnt auch Zwiebeln nehmen.
Beides geht. Dann habe ich hier noch eine Karotte. Grob kleinschneiden. Etwas Knollensellerie. Und einen kleinen Apfel nehme ich auch noch dazu. Und die restliche halbe Orange, die presse ich mir noch aus. In dem Bräter lasse ich jetzt erstmal das Fett aus. Und wenn wir jetzt Knochen hätten, würde ich die als erstes mit anbraten. Haben wir aber in dem Fall nicht. Und deswegen gebe ich jetzt meine Zwiebeln, Schalotten, beziehungsweise Schalotten, Sellerie und Karotten in den Bräter. Wenn das Fett nicht ausreicht, dann nehmt ein bisschen Sonnenblumenöl dazu oder Rapsöl. Und dann braten wir das erstmal schön langsam an. Den Wunschknochen und die Haut, das brate ich auch mit an. Mein Gemüse hat jetzt schon Farbe, jetzt gebe ich meine Äpfel auch dazu. Ein guter Teelöffel Tomatenmark. Ich benutze hier zwar einen Esslöffel, aber ich meine einen Teelöffel, nicht zu viel. Immer aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird oder anbrennt, denn dann wird es leicht bitter. So, dann gebe ich an Gewürzen eine halbe Zimtstange dazu. Dann Sternanis. Ich liebe es, nicht jeder mag es. Müsst ihr nicht ersetzen, könnt ihr rauslassen, wenn ihr nicht wollt. Ich mache jetzt hier so einen halben Sternanis dazu etwa. Zwei Lorbeerblätter. Ich habe hier frische Blätter, die könnt ihr ein bisschen anreißen. Wenn das Tomatenmark drin ist, immer aufpassen, immer schön rühren, denn das brennt auch sehr schnell an. Dann lösche ich als erstes mit einem Schluck dunklen Balsamico-Essig ab. Den kochen wir wieder komplett ein. Dann nehme ich einen Schluck. In dem Fall nehme ich Weißwein. Ihr könnt genauso gut einen Rotwein nehmen natürlich. Ich hatte tatsächlich gerade keinen da. Aber da wir auch gleich Portwein nehmen, haben wir hier zwei verschiedene Komponenten und macht eigentlich auch Sinn. Aber Rot geht auch. Auch den wieder komplett einkochen. So, dann einen Schluck Portwein. Ich nehme hier einen Tawny Port. So, wenn das fast eingekocht ist, dann geben wir den Schluck Orangensaft noch dazu. Und dann gieße ich auf. Ich habe hier in dem Fall einen dunklen Entenfond. Einfach weil ich dieses Jahr schon Enten gemacht habe. Wenn ihr keinen dunklen Entenfond zu Hause habt, was sehr wahrscheinlich ist, dann könnt ihr auch einen ganz normalen hellen Geflügelfond nehmen. Oder ihr macht euch einen dunklen Geflügelfond. Das ist noch besser, noch mehr Farbe. Worauf ich verzichten würde, sind gekaufte Fonds. Das ist immer sehr einfach, die zu nehmen natürlich. Geschmacklich würde ich dann tatsächlich doch lieber einfach auf Wasser zurückgreifen, denn die Ente gibt auch Geschmack ab. So, hier haben wir jetzt schon mal eine großartige Basis für die Soße. Da gebe ich jetzt noch zwei Nelken, na vielleicht drei. Drei Lorbeeren.
Ein paar schwarze Pfefferkörner gebe ich auch noch dazu. Naja, so 5 bis 10. So, ein kleiner Zweig Thymian. Nicht zu viel, Thymian ist sehr intensiv. Dann packen wir unsere Ente da wieder drauf. Wenn es euch interessiert und ihr habt Lust, mehr über Fonds, Brühen und Soßen zu lernen, dann schaut auf meiner Webseite vorbei, thomas-kocht.de. Da habe ich nämlich die letzten Wochen einen wunderschönen Soßenkurs zusammengestellt, wo es genau um solche Themen geht. Kalbsschild kochen, verschiedenste Brühen von Hummerfond bis Fischfond. Und also wirklich ganz, ganz viel Material. Fast 3 Stunden Videos. Und findet ihr auf meiner Webseite. Wenn es euch interessiert, schaut es euch an. Hier kommt jetzt der Deckel drauf. Und dann geht's ab in den Ofen. 160 Grad Umluft für mindestens 2 Stunden, wahrscheinlich eher 2,5, 3 Stunden. Kommt immer aufs Gewicht an. Also bei dem Gewicht würde ich jetzt 2,5 Stunden rechnen. 160 Grad Umluft oder 180 Ober-Unterhitze. So. Ihr könnt erkennen, ob die ganz fertig ist. Wenn sich das hier am Rand schon der Knochen schon ablöst, ist schon ein gutes Zeichen. Und wenn ihr die Keule zusammendrückt und das Fleisch ist schon weich, es geht schon ein bisschen zusammen, dann ist sie auf jeden Fall gar. So, die müssen wir jetzt da mal vorsichtig rausholen. So, das geht ganz gut mit sowas hier. So, ich passiere die jetzt einmal durch ein feines Sieb. So, die Ente müssen wir jetzt noch knusprig bekommen. Das machen wir im Ofen. Am besten funktioniert Heißluft 240, 230 Grad. Bis sie schön braun ist rundherum. Und am besten, je nach Ofen, stellt ihr sie irgendwo in die Mitte, in dieser Richtung, zu dem Ventilator, denn sonst bekommt sie nur auf einer Seite Farbe, also immer längs in den Ofen rein. Die Soße, die können wir jetzt noch ein bisschen mit angerührter Maisstärke abbinden. Ja, dafür einfach aufkochen und dann wirklich langsam reingeben. Das kochen wir jetzt für ein paar Minuten, damit der Stärkegeschmack rausgeht und dann ist die Soße auch schon fertig. Butter brauchen wir hier nicht mehr reingeben, denn wir haben ja das ganze Entenfett mit drin. Oh, wow. Ja, schaut die nicht gut aus? Oh, Moment, den muss ich erstmal ausschalten. Wunderschöne Farbe. Ja, und so sollte sich eine Ente anhören. Die lässt man jetzt im Idealfall erstmal eine Viertelstunde, besser eigentlich eine halbe Stunde, ein bisschen runterkühlen. Die wird trotzdem noch heiß sein. Der Saft verteilt sich dann besser. Hat allerdings natürlich den kleinen Nachteil, dass die Haut dann wieder weich wird, weil die bleibt nämlich nicht ewig knusprig durch den Dampf, der aufsteigt. So, ich werde sie jetzt aber direkt mal tranchieren. So, dafür erst die Keule runterschneiden. Ich bin leider nicht gewohnt, das vor Gästen zu machen, deswegen nehme ich am liebsten die Hand dazu. Oh, schaut euch das an. So, bei der Brust einfach, hier ist das Brustbein in der Mitte. Und dadurch, dass wir den Wunschknochen rausgeschnitten haben, kann ich jetzt hier einfach durchschneiden. So, und dann haltet ihr einfach das Messer ein wenig schräg an der Karkasse entlang, wie man sagt. Die Keule kann man nochmal halbieren. So, und schaut ihr das? Auch die Brust ist schön saftig. Die ist natürlich nicht mehr rosa. Das geht bei dieser Garweise nicht. Seht ihr diese schöne Soße? So, dann schauen wir mal. Brust habe ich eben schon verraten, ist lecker.
Super, super lecker. Ein Rezept für Rotkohl und Klöße oder Knödel findet ihr natürlich auch auf meinem Kanal. So schmeckt Weihnachten, würde ich sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch da lassen, schreibt auch euer Feedback und gerne natürlich Rezeptwünsche in die Kommentare. So, und damit sage ich Tschüss, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.